Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Bei mir ist immer noch der 23. Ne? 23. Ja. Oh, November. Muss man ab. Nee, warte mal. Oktober. Oktober. Wir haben noch nicht mal November. Oktober. Jetzt habe ich es. Gut, jetzt bin ich wieder voll drin. Ja, gut. Heute ist bei mir auf jeden Fall. Irgendwie. Heute läuft es bei mir. Und da ist mir gerade was anderes noch eingefallen, so als Thema, was ich mal bereden wollte, was ich vielleicht mal erzählen wollte. Also, ich bin jemand, ich mag keine Veränderung. Boah, jetzt überrasche ich alle gerade überhaupt nicht, aber es ist so. Ich mag keine Veränderung. Und bei mir ist es tatsächlich so schlimm, dass ich teilweise nicht mal bereit war, neue Dinge zu probieren. Und ja. Ich habe, als ich 16 war, war ich total in einem stagnierenden Bild. Da wollte ich gar nichts mehr ändern. Da war es am liebsten, hätte ich die Zeit eingefroren. Aber nicht, weil ich nicht älter werden wollte. Nicht, weil es irgendwie so besonders schön war. Nee, eigentlich war sogar mein 16. Lebensjahr echt teilweise richtig beschissen. Entschuldigt, ich überlege gerade so, was da eigentlich Besonderes war. Aber ich weiß, es ist total witzig. Ich weiß, es ist voll der komische Übergang. Aber ich erinnere mich daran, dass mein 16. Lebensjahr total furchtbar war und dass ich das fast das ganze Jahr eigentlich alles schlecht fand. Aber im Umkehrschluss erinnere ich mich total gerne an mein 17. Lebensjahr zurück, kann mich aber an nicht eine einzige gute Begebenheit erinnern. Weird, ne? Echt schräg. Wenn man so mal überlegt, ich glaube, ich habe das 17. total verklärt, weil es halt im Vergleich zum 16. schon viel besser war. Und das für mich dann so dieser Moment war, wo ich mir gedacht habe, ja, es geht bergauf. Ja, aber auf jeden Fall habe ich damals ja überhaupt nichts Neues probieren wollen und das habe ich eben auch mit der Ernährung gehabt. Meine Ernährung bestand zu jener Zeitpunkt aus Käse, Ketchup und Nudeln. Und ich wollte, und manchmal Tomatensauce. Aber nämlich nichts drin. Nur Tomatensauce. Mit ein bisschen Pfeffersalz und vielleicht noch einen Brühwürfel. Aber nicht mehr. Da war ich sehr strikt. Und ja. Und dann kamen meine Zweiteltern in mein Leben. Und da hat meine Zweitmutter, die hat dann immer, die Babette, die hat dann immer unters Essen, hat sie dann immer mal wieder was Neues reingemischt. Also im Sinne von. Wir haben uns verabredet und sie sagte, es gibt Pommes. Ich bin dann davon ausgegangen, es gibt Pommes von McDonald's oder irgendwie sowas. Und dann stand sie da und hat ein für mich zu diesem Zeitpunkt total kryptisches neues Wurzelgemüse geschnitten und meinte, daraus machen wir Pommes. Und dann war mein erster Gedanke so, was ist das? Und so traf ich meine erste Süßkartoffelpommes. Dann meinte sie ein paar Monate später, wir machen Rösti. Damals war ich so in einer anderen Phase, da habe ich dann nicht mehr beim Kochen zugeguckt. Und als dann die Rösti auf dem Tisch lagen, sahen die halt aus wie normale Rösti. Habe ich die probiert, aber die haben anders geschmeckt. Dann hat sie gemeint, ach, das sind Süßkartoffeln mit Pastinaken. Dann beim übernächsten Mal gab es irgendwie ein Gemüse, gab es einen Auflauf. Nur mit Tomatensauce und ich dachte so, okay. Und dann irgendwann hebe ich so den Käse hoch und entdecke darunter tatsächlich einen Brokkoli. Und ja, und so hat sie dann peu à peu hat sie meinen Essenshorizont erweitert. Und ich muss sagen, es war gut. Und ich bin froh drum. Und ja, und dann habe ich dann später bin ich mit meinem Vater mal unterwegs gewesen im Edeka. Und ich habe immer dasselbe getrunken. Ich habe immer nur Nestle-Eistee getrunken. Oh Gott. Ich habe davon literweise getrunken. Das ist echt. Ich habe da so eine Literflasche neben mich gestellt und die dann halt irgendwann im Laufe vom Tag verschwunden. Ich würde es nie wieder tun. Ist mir viel zu pappig. Und ja. Dann habe ich irgendwann bin ich mit meinem Papa aber unterwegs gewesen und dann haben wir Tee gekauft. Und also so eine Flasche Eistee. Und dann wollte ich die trinken. Und dann eines Morgens bin ich aufgewacht.
eines ganz furchtbaren Morgens und ich hatte solche Schmerzen im Mundraum. Es kam ich mir noch nie mal, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat, weil zu diesem Zeitpunkt hatten meine Weisheitszähne ihren ersten Wachstumsschub. Und es war bei mir so deftig und wirklich so heftig, dass ich meinen Mund nicht mehr aufbekommen habe vor lauter Schmerzen. Wie lang ging's? Ich habe da 8 Wochen meinen Mund nicht aufbekommen und habe dementsprechend dann weniger trinken können, weniger essen können. Und der Eistee, der hat wehgetan, dass alles zu spät war. Und dann hat meine Mutter mir halt Tee gemacht, normalen Tee, einfach Kräutertee, damit es weniger wehtut. So Kamillentee. Und da hat sie halt immer bloß ein bisschen Honig reingemacht. Und dann, als dann der Mund endlich wieder aufging, da ist mein Magen eingeschrumpft gewesen, extremst. Also ich war nach einem Brötchen total satt. Mein Zuckerempfinden war total gestört. Also ich habe den Lipton-Eistee, den habe ich echt nur einen Schluck getrunken und habe den ausspucken müssen, weil ich gedacht habe, ich beiß auf puren Zucker. Und ja. Ja, und danach habe ich dann angefangen mit einer komischen Essensneurose. Also ich bin jemand, ich esse nur einmal am Tag. Vor 20 Uhr eine Portion und ja, das reicht mir so. Es ist eine größere Portion als damals, also ich esse schon gut, aber ich esse halt nur einmal, weil ergibt für mich halt mehr Sinn, weil ich esse morgens, wenn es Frühstückszeit ist, bin ich im Schlafen. Mittagessen bringt mir nicht viel, weil um 12 bis 16 Uhr bin ich eh mehr oder weniger noch meistens nicht wach gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dann ab 18 Uhr war ich wach und hatte Zeit und dann habe ich halt dort dann angefangen zu essen. Und so bist du dann bei mir eben langsam eingebürgert, dass ich nur eine Mahlzeit esse. Aber ich muss zugeben, ich brauche da auch nicht mehr für mich persönlich. Und wenn ich dann doch mal Zeiten habe, wo ich was anderes möchte, wo ich mehr essen möchte, dann tue ich das ja auch. Also es ist nicht so, dass ich sage, nee, nee, geht gar nicht, ich bin da voll strikt. Sondern heute zum Beispiel habe ich um 16 Uhr rum tatsächlich, da war ich nämlich wach, weil gerade mein Schlafrhythmus voll verschoben ist, habe ich dann mit meiner Mutter eine Portion Lama-Oats gegessen. Fragt nicht, ich weiß selbst nicht, wo ich die herbekommen habe. Ich habe die irgendwie gekauft und sie sind gut. Aber ich weiß auch nicht. Ja, ich habe auch nach dieser Zeit mit meinen Zähnen, habe ich dann auch angefangen auf Weizen zu verzichten, weil ich gemerkt habe, dass mich immer, wenn ich Weizen esse, dass ich schlicht und ergreifend, ich bin dann eine, oh, ich weiß jetzt nicht, wie das Wort heißt. Oh, wie heißen diese Felder, die so blubbern und ständig Luft abgeben? Ja, das nennt man, das sind nicht richtige Felder, sondern so wie Moor oder so. Sumpf. Ja, ich bin wie ein Sumpfgebiet, wenn ich zu viel Weizen esse. Ich blähe überall rum. Ich gebe es einfach zu, es ist so. Ja, und so habe ich dann mein Leben, dadurch, dass ich dann meine Ernährung umstellen musste und überhaupt umstellen, habe ich dann angefangen, mehr Sachen zu probieren. Und dann immer mal wieder, jetzt in den letzten Monaten, merke ich, dass ich gerade total experimentierfreudig geworden bin. Und ich suche gerade überall irgendwie was vielleicht die totale leckere neue Alternative oder was ein neues Erlebnis sein könnte. Und jetzt habe ich mir die schärfsten Nudeln, die es so gibt, gekauft mit Käsegeschmack. Und ich weiß echt nicht, ich glaube, ich bin der schlimmste Softie in unserer Familie. Also meine Mutter isst davon eine ganze Gabel. Mein Vater isst einen halben Teller davon. Und ich esse nur so einen ganz kleinen Nudel und renne dafür dann die ganze Zeit durch die Wohnung und schreie, es ist mir in meinen Mund brennt. Also ich weiß echt nicht, was da bei mir, was ich da im Verhältnis zu meinen Eltern nicht richtig mache. Oder ich glaube einfach, ich kann nicht scharf essen. Guck mal, ich habe eine neue Erkenntnis gewonnen. Aber ich akzeptiere die jetzt noch nicht. Mit Chili Cheese Nuggets gehen doch auch. Mit viel Dip. Und fast 2 Liter Flüssigkeit neben mir. Könnte vielleicht einen Kontext haben. Vielleicht probiere ich die Soße nochmal mit viel Dip. Und eine Flasche Flüssigkeit neben mir. Ja.
eigentlich war das jetzt keine großartig interessante Geschichte, aber einfach mal so ein bisschen Essenspalaver. Ich dachte, ja, mir war danach. Ja, und da sage ich schon wieder ständig ja. Ja gut, also ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so bei euch verändert habt und wo bei euch so das Gefühl ist, dass es irgendwie wie so ein Erkenntnisdamm gebrochen ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit und vielleicht esse ich Kürbissuppe. Wer weiß, wenn ihr das Video guckt, werde ich auf jeden Fall mal meine Zweitmutter fragen, ob sie mir eine Kürbissuppe macht. Oh nein, jetzt muss ich mir einen Kalender schreiben. Stressig. Na gut, also dann, wir sehen uns. Ciao.